macht das Mitgliederforum natürlich, um Informationen auszutauschen, aber auch um mitzubekommen, wo eigentlich ein Schuh drückt, wo der Bedarf an Informationen ist. Und das geht natürlich viel, viel besser bei einer Präsenzveranstaltung. Zum einen, Christian Preußer war ja da zum ersten Mal, Klaus Allofs übrigens auch zum allerersten Mal im Mitgliederforum. Und natürlich haben sich die Fragen auf den Trainer bezogen, auf die Saison bezogen, auf seine Art und Weise, wie er sich Fußball vorstellt, wie er zur Fortuna gekommen ist, keine Frage. Und dann ging es natürlich auch um die Corona-Situation. Wie sind wir durch die letzte Saison gekommen oder durch die letzten zwei Saisons gekommen? Was hat das für Auswirkungen für die nächste Saison? Wie sieht die wirtschaftliche Situation aus? Ich habe das erste Mal mitgemacht und ich finde das sehr interessant, weil man da auch mal Dinge erfährt, die man natürlich so nicht erfährt, ne? Fand ich sehr interessant, dass wir als Mitglieder mitgenommen werden, die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ja, ein Stück weit auch die Nähe, nicht nur immer im Stadion zu sitzen, weit weg vom Funktionsteam, von den Spielern, vom Vorstand, vom Trainer, sondern jetzt auch mal wirklich die Möglichkeit zu haben, wirklich hier mit eingebunden, interaktiv mitzuarbeiten. Ich kann eigentlich meinen ersten Eindruck nur bestätigen, dass ich auch hier wieder sehr familiär empfangen worden bin. Es waren ganz interessante Fragen, wie mein Werdegang war, aber wie wir es auch vorhaben. Und ich ziehe ein sehr positives Fazit von dem heutigen Abend, weil es eine sehr nette Veranstaltung war.